Der Dancing Star 2024 steht fest. Gabriel Kelly hat im Finale von Let's Dance gewonnen. Trotzdem hatte Joachim Jambi recht, als er sagte, dass alle Finalisten es verdient hätten. Das Let's Dance Finale am Freitagabend, 24.05., war vor allem eine wunderschöne Show mit hervorragenden Tanzpaaren auf internationalem Topniveau. Mit Gabriel Kelly und seiner Tanzpartnerin Malika Tschumev wurden würdige Sieger gekürt. Und das nicht nur, weil sie an diesem Abend in drei Tänzen die Höchstwertung von 90 Punkten erzielten. Juror Joachim Jambi brachte es auf den Punkt. Ihr habt alle drei abgeräumt. Wir haben drei völlig unterschiedliche Final-Freestyles gesehen, und sie waren alle sensationell. Aber wo die drittplatzierten Detlef Soest und Ekaterina Leonova auf Tempotanz und viel Hip-Hop-Elemente setzten und die Vizemeister Jana Vosnitsa und Fadim Gabusov auf leidenschaftliches Spektakel mit Athletik-Elementen und Pyro-Show, feierten Kelly und Tschumev den puren, makellosen, perfekten Tanz. Ihr seid eurem Stil treu geblieben, fasste Mabuse gerührt zusammen. Ihr habt mit Tanzen überzeugt. Ein größeres Lob gibt es aus dem Mund einer Tänzerin mit Leib, Seele und Herz gar nicht. Wie einst Tante Maite, Gabriel Kelly gewinnt bei Let's Dance diese Kellys, die gewinnen einfach alles, meinte ein Fan bei Instagram. Und Gabriel ist bereits der zweite Kelly, der der Show seinen Stempel aufdrückte. Er trat mit dem Sieg in die Fußstapfen seiner Tante Maite, die 2011 gewann. Im Publikum beobachtete Papa Angelo mit glänzenden Augen, wie sein Sohn über die Tanzfläche schwebte. Es ist nicht wichtig, was du machst, sondern wie du es machst, hatte er ihm mit auf den Finalweg gegeben. Er platzte fast vor Stolz und Liebe. Und Onkel Jimmy Kelly war einer der ersten Gratulanten bei Instagram. Zum Finale war die Class of 2024 der Promis leider nicht komplett. Marc Keller und Tillmann Schulz konnten wegen Verletzungen nicht noch einmal tanzen, Sophia Thiel nicht einmal nach Köln kommen, sie lag krank im Bett. Die anderen Ausgeschiedenen nahmen mit Elementen aus ihren liebsten Tänzen der Staffel Abschied von der Staffel und ihren Profi-Tanzpartnern. Jambi vergaß nicht, diese für ihre Leistung zu loben. Unsere Profi-Tänzer sind die besten der Welt.